Grüß Gott, liebe Salze, TV-Zuseher. Ich begrüße Sie heute wieder zu der Sendung im Lebensfluss. Wir befinden uns heute im Schlüsseldienst Lugstein in Gmunden. Zu dem Thema Sicherheit für Senioren. Aber nicht nur für Senioren, denn das ist ein Thema, das sicher alle Menschen betrifft. Wir haben heute Spezialisten hier, um einige Fragen stellen zu können. Ja, die erste Frage, was ich stellen möchte und was natürlich auch die Senioren immer wieder stellen, ist, wie kann ich meine Eingangstüre einbruchsicher machen? Ich glaube, in erster Linie muss man gleich einmal erwähnen oder sagen, dass man einbruchsicher Haus oder Wohnung einfach nicht machen kann. Es funktioniert leider nicht, aber man kann sehr wohl Eingangstüre einbruchshemmend machen. Und da natürlich in erster Linie über den Schließzylinder. Und vor allem auch, was sehr wichtig ist, über einen Sicherheitsbeschlag auf der Wohnungstüre oder auf der Haustüre, der einfach sehr einbruchshemmend wirkt. Es betrifft aber auch die Fenster und auch die Kellerfenster. Das ist ja wahrscheinlich eine besondere Verriegelung. Was kann man da machen, dass auch das gut funktioniert? Ja, gerade bei Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern sind natürlich Fenster ein großes Thema. Da gibt es auch spezielle Verschlüsse, versperrbare Verschlüsse. Es gibt auf der Scharnierseite Verstärkungen und vor allem auch für Kellerfenster und Kellerschächte gibt es auch Absicherungen, die man montieren kann. Ganz eine besondere Frage ist das, wenn ich mich aus der Wohnung aussperre, was ja natürlich nicht nur den Senioren, sondern auch jüngeren Leuten passiert, was kann ich da machen? Es gibt eben diese Notrufnummer, die wir im Geschäft haben. Und da ist im 24 Stunden im Raum Vöcklerbruck, Munden, Lambach bis Ried im Innkreis sind wir da immer erreichbar. Ja, und was natürlich auch ein besonderes Thema ist, ist der Tresor. Denkt man, das ist das beste Mittel, wenn es um Wertgegenstände geht. Wie kann ich die absichern? Und es geht aber auch darum, da gibt es immer wieder die Diskussion, was denn die Wertigkeit anbelangt, was ich rein tun darf, und aber auch, was Feuersicherung anbelangt. Vielleicht können Sie mir da ein paar Sachen sagen. Tresore ist auch ganz eine wichtige Sache, und zwar nicht nur für Wertgegenstände oder Bargeld, sondern vor allem auch als Brandschutz für Dokumente, für verschiedenste Sachen. Und wir sind immer Spezialist für Tresore, wobei man natürlich auch von der Qualität her vom Tresor schon sehr große Unterschiede kennt. Es gibt halt wirklich billigst Tresore, wo ich einfach sage, ja, das ist ein bisschen eine bessere Geldkassetten. Aber es gibt natürlich geprüfte Tresore in verschiedene Sicherheitsklassen eingeteilt. Und da kann man nach Bedarf eben diese Sicherheitsklasse auswählen, mit seiner Hausratversicherung zum Beispiel absprechen und sich dann entscheiden, welchen Tresor oder welches Wertbehältnis, das man sich dann zulegt. Was ich nur dazu sagen muss, was sehr wichtig ist, Tresore müssen, sobald sie unter 1000 Kilo Eigengewicht haben, immer an der Wand, am Boden oder an der Rückwand befestigt sein. Ja, jetzt kommen wir nur zu einer Frage, die hauptsächlich die Frauen stellen. Wie sinnvoll ist es, eine Alarmanlage einzubauen? Wie gesagt, Frauen sind da eher empfänglich für das. Also eine Alarmanlage ist sicher eine sinnvolle Ergänzung zur mechanischen Sicherheit. Eine Alarmanlage erkennt und meldet einen Einbruchsversuch oder den tatsächlichen Einbruch. Ist so eine Alarmanlage sehr kompliziert zum Bedienen? Das war vielleicht früher sicher der Fall, ja, nur die neuen Modelle können mit zwei Knopfdrücke bedient werden. Da gibt es noch mehr zwei. Das eine ist zum Scharfschalten, das andere zum Unscharfschalten, und das geht ganz einfach, und die Anlagen, die wir montiert haben, die bestätigen uns auch, dass jeder damit umgehen kann. Die nächste Frage, die sich auftut, ist so ein Einbau von so einer Alarmanlage sehr schwierig, was zum Beispiel Stemmarbeiten anbelangt. Da haben ja viele Menschen dann Angst, dass sie sich das immer noch antun. Naja, der Großteil der Alarmanlagen wird ja nachträglich beim Haus installiert. Da kann man natürlich keine Stemmarbeiten mehr machen, und das will auch keiner mehr. Da gibt es aber die Möglichkeit, die Sachen mit Funk zu realisieren, und wenn es möglich ist, die Komponenten zu verkabeln. Meistens machen wir irgendein Teil verkabelt, ein Teil mit Funk, also möglich ist alles, und wir müssen definitiv nicht stemmen und wir werden auch keinen Schmutz machen.
Und gibt es da auch Qualitätsunterschiede bei diesen verschiedenen Anlagen? Qualitätsunterschiede, da muss man vielleicht unterscheiden. Das eine ist das Produkt, wo es natürlich Qualitätsunterschiede gibt. Da muss man schauen, dass man zertifizierte Produkte verwendet, die es dann nur im Fachhandel gibt. Das nächste ist, dass man auch wirklich zum Fachhandel geht und sich dort beraten lässt. Es gibt genügend Elektriker, die das Thema Alarmanlagen irgendwie mitmachen, aber das Thema Sicherheit einfach nicht ganzheitlich sehen. Da haben wir ganz anderen Zugang. Wir machen das seit 15 Jahren und dementsprechend groß ist die Erfahrung jetzt wirklich von diesen Sicherheitsfirmen, so wie es zum Beispiel wir sind. Was natürlich jetzt auch noch eine Frage ist, der Preis. Das möchte natürlich die Zuseher auch ein bisschen wissen. Wie hoch sind die Preise bei solchen Anlagen? Von bis definitiv, wobei man gleich vorwegschicken muss, diese Billigangebote, die meistens irgendwo mal im Postfach landen und vielleicht eine Alarmanlage um 500 Euro, das sagt schon der normale Hausverstand, das kann nicht wirklich gut funktionieren. Wir haben einige verschiedene Systeme ausprobiert und sind letztendlich bei zwei, drei hängen geblieben, die wirklich tadellos funktionieren. Im Schnitt kann man sagen, bei so einem Einfamilienhaus fix fertig installiert, kostet ungefähr zwischen 3.500 und 4.000 Euro, wobei es dafür noch eine Förderung vom Land Oberösterreich gibt. Da bekommt man 30%, maximal 1.000 Euro wieder retour. Das heißt, sollte die Alarmanlage 3.500 Euro kosten, dann bleiben tatsächlich 2.500 Euro übrig. Was kann ich tun, dass ich mich in meiner Wohnung oder in meinem Haus sicher fühle? Also das Vernünftigste ist einmal, bei der Kriminalprävention anzurufen und sagen, ob sie nicht Zeit hätten, das Ganze zu überprüfen. Die Überprüfung und die Analyse dazu ist kostenlos, kostet nichts, aber hoffentlich nicht umsonst. Dämmerungseinbrüche ist auch ein Thema für Senioren. Es werden immer mehr Einbrüche gemacht. Was und wie kann ich mich dagegen schützen? Da kann man in erster Linie nur dazu raten, dass man schaut, dass man möglichst viel Beleuchtung anstellt, dass man vielleicht die Möglichkeit erwägt, jemanden im Haus auch vielleicht vorübergehend zu beherbergen, sei es jetzt ein Verwandten oder was. Ist gerade in dieser Zeit ist sehr, sehr wichtig, dass man sagt, das Haus ist bewohnt, in dem Haus ist was los, da ist ständig wer da und es ist nicht so leicht, da irgendwie einzudringen. Was soll ich tun oder was kann ich tun, wenn ich höre, in meinem Haus sind Einbrecher, wie kann ich mich dann schützen oder wie soll ich mich verhalten? Wir haben das immer wieder und die Einbrüche häufen sich leider, ja, wo auch möglicherweise die Täter das in Kauf nehmen, dass jemand anwesend ist im Objekt. Sollte man etwas hören, so soll man die Ruhe bewahren und wenn es irgendwie möglich ist, unbemerkt die Polizei zu verständigen und dort anzuführen, bei uns findet gerade ein Einbruch statt, die Adresse nicht vergessen, dass die Kollegen auch wissen, wo sie hin müssen und ansonsten wirklich schauen, Ruhe zu bewahren und auf gar keinen Fall den Helden zu spielen. Sind Pfefferspray und Gaspistole eine Lösung, damit ich mich eventuell selber verteidigen kann? Wie sehen Sie das? Grundsätzlich muss man dazu mal sagen, es sind beides Dinge, die das Waffengesetz auch erfasst und das nicht ganz ohne Grund. Beide bedürfen einer gewissen Handhabung. Und nicht zuletzt werden auch wir immer in unserer Waffenhandhabung geschult mit quartalsmäßigen Einsatztrainings. Und wenn ich jetzt bei einem Privaten hergehe, der sich jetzt einen Pfefferspray zulegt oder eine Gaspistole, auch da kann ich etwas verkehrt machen in der Handhabung und erst recht dann, wenn ich in einer bedrohlichen Situation bin. Wie soll ich mich verhalten, wenn vor meiner Haustüre jemand ist, der unbedingt herein möchte oder mir etwas verkaufen möchte oder sonstige Sachen? Ja, da muss man jetzt unterscheiden. Zum einen ist es sehr bedenklich, wenn gerade immer ältere Menschen auch Opfer von solchen Machenschaften werden. Die eine Geschichte mit dem Verwandten kann ich relativ leicht aufklären, indem ich ihm einfach Fragen stelle, die nur aus der engen Verwandtschaft auch beantwortet werden können.
Bei den anderen Geschichten, wie zum Beispiel den Trickbetrügern, sollte ich insofern vorsichtig sein, dass ich gleich von Haus aus einmal klarstelle, ich will das nicht, ich brauche das nicht, bitte gehen Sie. Ja? Sollte das nichts helfen, dann ist unter Umständen noch angebracht der Hinweis auf die Polizei. Wenn es mir nicht geht, dann rufe ich jetzt die Polizei. Dazu begleitend sage ich den Leuten immer, es ist sehr hilfreich, wenn ich bei der Tür eine sogenannte Schließkette habe, wo ich die Tür spalt aufbringe, weil meistens sind die auch noch so präpotent, die Trickbetrüger, dass sie einen Fuß schon in der Tür haben und die bringt man dann wirklich nicht mehr raus. Immer mehr Menschen, besonders aber auch Senioren, werden konfrontiert mit Internet- und Telefonbetrügereien. Wie können sich die Senioren diesbezüglich schützen? Da muss man auch wieder unterscheiden. Da gibt es eben zum einen einmal die Telefongeschäfte. Da gibt es über das Konsumentenschutzgesetz eine ganz klare Regelung. Da kann ich binnen Frist vom Vertrag zurücktreten, sollte ich der Meinung sein, dass das nicht in Ordnung gewesen ist. Bei den Internetbetrügereien tun wir uns schon ein bisschen schwerer. Da muss ich zum einen mal ein bisschen nachweisen, ist das jetzt ein Betrug, ja? Was ein Senior, der von der Technik vielleicht wenig Ahnung hat, schwer gelingen wird. Und zum anderen ist der Betrug oft erst dann erkennbar, wenn das Ganze schon längst vorbei ist und die schädigende Handlung schon eingesetzt hat. Sollte das jetzt aber eine lästige Werbung sein mittels SMS oder eben auch über das Internet und die Firma hat ihren Sitz in Österreich, dann gibt es in Linz eine Stelle, an die ich mich hinwenden kann. Und da gibt es sogar ganz saftige Strafen drauf, wenn diese Firma das permanent und lästig eben betreibt. Das sind bis zu 58.000 Euro, stellt eine Verwaltungsübertretung dar und wird dementsprechend geahndet. Ja, liebe Salzezuseher, wir sind wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, wir haben Ihnen einige Informationen weitergeben können, wie Sie Ihre Sicherheit zu Hause, in der Wohnung oder im Haus verbessern können. Ich sage nur mal eines, bleiben Sie im Lebensfluss, bis zum nächsten Mal.